Es ist Donnerstag, der 25. August 2016. Einsatzort ist Zeitz. Einsatzanlass ist Zwangsvollstreckung bei einem Bürger. Videokriminaler Beamter, Polizeikommissar Fischer. Eingesetzte Einheit ist die 1110, Ende der ersten Aufnahme. Kräfte! Kräfte 1110 und Spezialeinsatzkräfte Land Sachsen-Anhalt. Nähern uns Zielobjekt an. Betreten Zielobjekt. Rein. Mach doch mal Tür zu. Rein. Vom Zielobjekt Zelte mit Nähern unterstützen. Zelte sind besetzt mit mehreren Personen. Achtung, Waffe! Mach dich rüber und halt mal meine Kamera. Nimm mal meine Kamera. Mach mal ein, wir haben einen Helm. Gut. Los! Ja, ist mir doch egal. Auf den Bauch liegen. Bauch hinterdrücken. Zielperson weiblich. Plus Zielperson 3. Schwiegervater auf dem Nachbarobjekt. Vorsicht, alle zurück! Raus aus dem Grundgebiet, die Person hier unter Hand. Raus! Alle links geht rüber! Vorsicht! Hausaufsichtsbereich! Und hinsetzen! Hinsetzen! Schrei mich nicht an, du! Setz dich hin! 21er, weiblich, an der Garage. Pauli für dich. Die weibliche Zielperson plus Schwiegervater und Schwiegermutter sind auf dem Nachbarobjekt ebenfalls mit Stangen, mit Messern dran bewaffnet. Thorsten, wir wissen ja, wir wollen das große Pfeffer. Ja, für die Alte hier. Pfeffer. Warum macht hier? Mit Forke und so. Die Alte gesagt, oder was? Ja, top 10. Guck mal, jetzt kommt nichts. Was kann man das? Haben wir den ja schon? Das ist etwas aber einmal männlich. Ich kann nicht genau sagen, wer das, welche Position der hier hat. Nachbargrundstück haben wir noch mal drei Personen, mindestens zweimal weiblich, einmal männlich, kann ich sehen. Ganz unten. Ja. Setzen Sie sich wieder hin. Ich kann nicht hocken, meine Knie. Legen Sie sich hin. Tun mir, ich leg mich wohl einen Dreck oder sonst legen wir Sie hin. Setz dich auf den Hintern. Ja. Sie sollen hier unten hin. Gehen Sie runter. Was sagt man bitte? Den 16! Was mache ich denn? Wenn du tut mir leid, hier bleiben jetzt. Wir sind nicht der. Wir sind hier bleiben. Wenn Sie sich jetzt nochmal bewegen, legt mir in Handfesseln an, ist das klar? Ja, verstanden.
Ich geh, schau mal mit links rüber, die Alte, die hat da... Das ist eine Oma. Das ist scheißegal. Achtung, die Schwiegermutter hat wieder diese Stange mit dem Messer dran. Da sind noch mehrere Personen drin, ja? Also hier in den Flachbauten. Da sind noch mindestens zwei Personen drin hier in den Flachbauten. Wir haben mindestens fünf Personen auf dem Grundstück. Ja. Nochmal männlich. Also da vier vorne hat sie einmal männlich, einmal weiblich drin, da hinten. Zweimal männlich, zweimal weiblich insgesamt. Und hier auch nochmal. Zwei Personen in den Flachbogen. Sieht so aus, ja. Jungs, als Hinweis, diese Stange mit dem Messer dran befindet sich auf der Rückseite von diesem Flachbau, der sich hier vor dem zweietagigen Haus erstreckt. Sprich von uns aus gesehen links. Und in diesem Flachbau sind noch mehrere Personen drin. Ja, das zur Beachtung. Ja.
Ja. Wo die 21? 21? Dann darüber. Jo. Maria? Christa 21 und Christa 13 beginnt jetzt. Das Tor offen, alle drinnen. Alle offen, alle im Haus, ja. Die laufen hier immer rum, die pendeln. Wo ist der Pfeffer? Ja, ja. Das ist die alte, die mit der Lampe. Raus hier! Polizei! Geh auf den Boden! Runter auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Nein, runter! Und rein! Rein! Warte mal, wir sehen das aus! Los! Denk da die Außensicherung! Komm los, einmal außen rum! Dann. Guck hier, links ist die Scheibe mit dem Messer dran! Raus hier! Runter auf die Boden! Runter! Wir haben jetzt drei Personen hier, zwei noch weiblich, einmal männlich im Haus. Einmal weiblich, links ist das die Alte und ein Mann noch. Dann raus hier. René, erst der Mann raus, erst mal vorne zur Grundstücksgrenze. Ja, das Ding sichert. Dann weiß ich, wo ihr seid. Hab da noch einen frei? Einen frei? Drin ist einer, der ist alleine bei einer Zielperson. Oder bei einer Person. Tim, könntest du reingehen? Drin ist einer allein bei einer Zielperson. Hat der Haustür dort hinten dran, siehst du das an der Ecke? Keiner. Guck uns an. Ende der toten Aufnahme. Ja, der Fenster oder nicht?
keinen Hammer jetzt so schnell. Ja. Und hier sauber. Oh, dann nehmen wir die Fotoapparate. Dann mach ich dann die Fotos davon, vom Fotoapparat. Ja, ja. Erzähl mir zwei Geschichten. Alles gut. Nein, da geht's nicht rein. Da muss man was hauen, das haben wir noch gar nicht gemacht. 11, 13, 14.